Voreifelzeit wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Herzlich willkommen zur Voreifelzeit. Musik, Motoren, Petticoats. Unter diesem Motto liefen am Wochenende die 8. Rheinbach Classics. Einmal im Jahr kommen dort Fans der 50er und 60er Jahre zusammen, um das Flair von Oldtimern und Rock'n'Roll wieder aufleben zu lassen. Mit dabei die amerikanische Rockband Foreigner. Mein Kollege Detlef Wagner traf den Frontmann zum exklusiven Interview. Rocksteady! Über 3000 Zuschauer waren zum Auftakt der diesjährigen Rheinbach Classics gekommen, um das Konzert der weltbekannten Gruppe Foreigner anzuschauen. Ernst Ludwig Harz, der auch Veranstalter des Bonner Kunstrasens ist. Ja, da haben wir lange dran gearbeitet, dass Foreigner im Rahmen einer Europatournee das einzige Gastspiel in Rheinbach gibt und nicht in einer der Großstädte Bonn oder Köln. Und es hat auch geklappt und wir freuen uns, dass Sie jetzt heute Abend hier sind und Ihre Hits den Rheinbachern darbieten werden. Bürgermeister Stefan Rätz ist guter Laune. Ja, die 8. Rheinbach Classics bei richtig gutem Wetter. Wir freuen uns wieder. Das ist das typische Rheinbach Classics Wetter, wie wir es in Rheinbach gerne haben, wie wir es öfters haben. Und heute mit Foreigner gestartet und sicherlich ein besonderer Highlight gleich zu Beginn und wir freuen uns. Für Center TV stand uns Kelly Hansen, der Sänger der Foreigner, zu einem Interview bereit. Was hat dich inspiriert, in Rheinbach auf eurer Tour einen Stopp zu machen? War es die Oldtimer-Show? Ich denke, nachdem wir die Band 2005 neu formatiert haben, kamen wir nach Europa und nach Deutschland und wir denken, dass Deutschland richtig gut für uns war. Mehr und mehr Auftritte hier und eine ständig wachsende Zuhörerschar. Wir sind sehr froh darüber. Really great for us and the shows. We've gotten more and more shows and playing to more and more people. So it's just kind of part of that process and we're really happy about it. Welche Länder habt ihr schon auf eurer Tour besucht und welche werden es noch sein? Wir werden in Frankreich sein und in der Nähe von der Schweiz. Eine Menge Auftritte in Deutschland. Wir hatten schon eine Menge Auftritte in Südamerika und in den USA, also sehr viel überall. Hier in Deutschland. Sind die Deutschen ein gutes Publikum für euch? Deutsche sind klasse. Sie sind großartige Rockfans, nicht nur für Foreigner. Sie sind großartige Musikliebhaber. Sehr viele schöne Open-Air-Festivals, das ist das, was wir hier so gut finden. In der schönsten Zeit des Jahres. Gutes Essen, klasse Leute, tolle Festivals. Werden wir hier in Rheinbach all die großen Hits von Foreigner hören? Ihr werdet die meisten Hits hören, aber es ist leider nicht genug Zeit, sie alle zu spielen. Auf der Bühne vor Millionen von Fans. Does it feel like the first time? Fühlt es sich wirklich noch wie das erste Mal an? It always does. You know, es tut es immer. Wenn wir mit den gleichen Musikern spielen, die gleichen Songs spielen, bedeutet das nicht, dass es immer das Gleiche ist. Denn jede Nacht ist unterschiedlich, das Publikum ist unterschiedlich, das Ambiente ist unterschiedlich. Jeder Tag ist daher unterschiedlich. Zusätzlich ist das die Aufgabe von uns, die unterschiedlichen Songs gut mit Konzentration und Gefühl rüberzubringen. Different. Plus there's also the very real challenge of doing the songs correctly and giving them the justice that they're due. That's a lot of effort and concentration for me too. So. Gibt es da noch irgendetwas, was du direkt in die Kamera zu deinen Fans sagen willst? Ich liebe unsere deutschen Fans. Bitte rockt mit uns. Ihr werdet eine gute Zeit haben. Das verspreche ich euch. Aber der neue Sänger von Foreigner, der ist der geilste. Und das wird heute Abend so eine geile Show. Yeah! Foreigner! We'll be right back.
Es war wieder mal ein tolles Konzert auf dem Himmeroder Wall, von dem man noch lange in der Voreifel erzählen wird. Und neben der richtigen Musik zählt bei den Rheinbach Classics natürlich vor allem der richtige Motorensound. Zu dem Oldtimer-Festival reisen jedes Jahr über 30.000 Autoliebhaber an. Ob da Oldtimer-Rally angesagt ist oder dann doch eher die Prämierung des schönsten Wagens, es ist auf jeden Fall jede Menge geboten. Detlef Wagner jetzt mit den Einzelheiten. Zur 8. Rheinbach Classics waren wieder unzählige Oldtimer aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland angereist. Heinz Haubrichs vom Veranstaltervorstand berichtet uns. Es sind viele, die für die Rheinbach Classics verantwortlich sind. Einer alleine könnte so eine Veranstaltung gar nicht stemmen. Also ich schätze mal, dass wir am Wochenende so 200 Helfer im Einsatz haben. Ehrenamtliche Helfer wohlgemerkt. Und an die gilt ein großes, großes Dankeschön. Ohne die wäre das überhaupt nicht zu stemmen. Die Helfer hatten natürlich wieder alles vorzüglich vorbereitet. Und wie alles startet, erklärt uns Hauberichs. Die Oldtimer Rallye, wie in jedem Jahr, die um 10 Uhr hier auf dem Brummer Wall startet mit 130 Fahrzeugen, eine schöne Rundfahrt durch die Eifel macht. Wir haben uns dann an einem Rallye-Kontrollpunkt einmal umgeschaut. Rheinbach Classics fährt ein auf der Stolzstraße in Oberdries. Mit der Nummer 74 begrüßen wir hier. Wir begrüßen die Nummer 39. Das ist ein Metropolitan, ein Nash Metropolitan, ein Austin. Mit dem John Engel und Andreas Engel. Sag ich, das ist so schön gewesen. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Ich habe nicht gewusst, dass der Eifel noch so schön ist. Du bist aber das erste Mal dabei. Ja, allererst. Ja, manchmal ist er doch das erste Mal. Auch. 74. Und irgendwann war die Rallye dann zu Ende und jeder wurde von Stefan Rätz, dem Rheinbacher Bürgermeister, wieder mit einem Dank und einem flotten Spruch empfangen. Also, das ist noch Wertarbeit und auch ihr zwei, die begeistert sind von den Rheinbach Classics. Und heute Abend wird gefeiert. Auf jeden Fall, das hören wir gerne. Also, weiterhin viel Spaß bei der Rheinbach Classic. Ja, auch hier. Der Beifahrer strahlt auch. Ja, sehr gut. Er wird erst mal mitgemacht. So, und heute Abend wird noch schön gefeiert. Wird gerockt hier auf der Bühne. Ja, natürlich. Also, das gehört auch damit dazu. Also. Also, richtig wild. So, wir freuen uns. Weiterhin viel Spaß bei den Rheinbach Classics. Dann abends ab 17 Uhr drei tolle Rock'n'Roll-Bands hier auf der Hauptbühne auf dem Himmeroder Wall. Die haben wir uns natürlich auch angeschaut. Ja, wenn Sie nicht dieses Jahr dabei waren, im nächsten Jahr gibt es mit Sicherheit auch wieder eine Rheinbach Classics. Kommen Sie doch auch. Immer am 3. Juli-Wochenende, da finden sie statt, die Rheinbach Classics. Was jetzt in der nächsten Zeit so geboten sein wird in der Voreifel, das verraten wir Ihnen jetzt in den Veranstaltungstipps. Donnerstag, 25.07.2013, hat der Eifelverein eine Seniorenwanderung durch den Rheinbacher Wald organisiert. Treffpunkt 14 Uhr, Gräbbachbrücke Rheinbach.
Infos unter 02226 916769. Samstag, 27.07.2013 geht es auf der Motocross-Strecke des MSC Wiskirchen bei Euskirchen ab 10 Uhr hoch her. Über 100 Motocross- und Standfahrer bieten atemberaubende Action. Um die Geschichte Meckenheims vor 6000 Jahren geht es am Sonntag, 28.07.2013 von 11 bis 17 Uhr im Meckenheimer Stadtmuseum Burg Altendorf, Burgstraße 5. Hoffentlich war für Sie was mit dabei. Wir geben jetzt ganz kurz ab in die Werbung und sind dann natürlich gleich wieder für Sie da. Der Quell unseres Lebens. Wasser. Erleben Sie den Geschmack von Leichtigkeit und Wohlbefinden. Roisdorfer Wellness. Erfrischt und belebt. Ein köstlicher Luxus. Roisdorfer Wellness. Regionalgas. Energie mit Leistung. Regionalgas Bio. Umweltschonend und preiswert heizen. Mit Bio-Erdgas aus der Region. Ohne Grundpreis im ersten Jahr und mit extra langer Preisgarantie bis 2015. Alle Infos jetzt auf regionalgas.de. Regionalgas. Regionalgas. Ganz persönlich, kompetent und regional. Voreifelzeit wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Willkommen zurück. Auch heute zeigen wir Ihnen natürlich einen der schönsten Plätze in der Voreifel. Heute geht es dafür auf die Burg Hengebach. Der schönste Platz ist für Jennifer Krause aus Mechernich die Burg Hengebach in Heimbach. Ich war da, mir hat es super gefallen, also einfach mal hin und anschauen. Thank you.
Wenn auch Sie einen Lieblingsplatz in der Voreifel haben, dann melden Sie sich doch einfach bei uns auf der Website. Vielleicht können Sie ihn dann schon demnächst bei uns in der Sendung sehen. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende angelangt. Wenn Sie Lust haben, unsere Sendung von heute oder irgendeine aus der Vergangenheit sich nochmal anzugucken, dann klicken Sie sich doch einfach rein ins Internet. Dort können Sie alle Sendungen nochmal sehen, und zwar unter www.voreifel-zeit.de. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Tschüss. Voreifelzeit wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. Gute Beratung, gut für Sie in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's Geld geht, Sparkasse.